Moin Leute und herzlich willkommen zu Fall Guys, der technischen Beta dieses schönen Spiels, was so ein wenig an Takeshis Castle erinnert. Wir können schon mal vorher reinschauen, wir haben einen Invite-Link geschickt bekommen und können jetzt vor Release, ich glaube bis am 4.8. können wir schon mal ein bisschen reinschauen. Das ist quasi unser Männchen, wir müssen quasi immer durch so Level laufen, 60 Teilnehmer gibt's und wer am Ende überbleibt, der gewinnt das ganze Ding, so ein bisschen auch Last Man Standing mäßig. Hier können wir auf jeden Fall unsere Farbe immer schon mal schön ändern. Nehmen wir doch mal hier so ein schönes Blau-Lila und holen uns dafür nochmal eine nette Markierung, damit wir absolut auffallen. Vielleicht noch die Herzchenhose. Gesicht haben wir noch, können uns hier oben theoretisch auch noch einen Wolfsanzug anziehen. Das ist mir ein bisschen zu viel. Aber hier noch ein paar Fuzzis, die können wir auch noch nehmen. Genau, man kann sich da immer noch ein bisschen mehr freischalten mit der Zeit. Es gibt auch hier so eine Art Battle Pass, das heißt, man kann sich so schon was freispielen. Vielleicht gibt es dann auch noch einen kostenpflichtigen, mit dem man sich dann eben noch mehr freispielen kann. Ähnlich auch wie bei Rocket League oder ähnlichen Spielen. Season 1 ist hier gestartet. Verdiene durch Show-Teilnahmen Prestige und dann kann man hier unten sehen, was man mit zusätzlichen Leveln bekommt. Neue Farbe, neue Muster und auch Währung. Und dann kriegt man nämlich auch mit der Zeit eben neue Kostüme. Wir wollen mal gucken, wie weit wir in dieser Beta kommen, wie viele Parts es überhaupt geben wird. Mal sehen. Vielleicht streamen wir auch noch eine Kleinigkeit, aber man sieht, es ist auf jeden Fall so gedacht, dass man sehr weit kommen könnte, bis man dann letzten Endes hier schon ganz exquisite Kostüme sich freischalten kann. Können wir später sonst auch nochmal reinschauen. Den Ingame-Shop, den gibt es noch nicht. Den wird es wahrscheinlich dann zum Release aber geben. Sonst gibt es hier nur noch Optionen und so ein Kram. Das ist, glaube ich, alles klar. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einer Show und gucken uns das Ganze mal an. Gucken wir mal, wie lange das hier dauert mit der Suche. Notfalls skippen wir das ein bisschen. Sah aber so aus, als würde das Ganze immer relativ schnell gehen. Auf jeden Fall fliegen wir schon runter. Wir sind die echten Fall Guys. Ja, sehen wir hier schon. 44 Spieler haben wir schon. Mann. Ist noch mal einer rausgegangen. Hat ein bisschen Schiss gehabt. Die Mucke ballert aber auch gut rein. Damit man noch motiviert ist gleich. Das Ganze hier zu gewinnen. Also, letztes Wochenende gab es auch schon eine Beta. Da habe ich schon mal reingeschaut bei den größeren Let's Playern. Schon mal einige Spiele gesehen. Vielleicht sind jetzt noch ein paar dazugekommen. Das heißt, vielleicht kenne ich einige auch noch nicht. Vielleicht konnte ich mir schon einen Trick abschauen, das werden wir gleich sehen. Oder ob das Ganze sehr stark nach hinten losgeht, auch das könnte passieren. So, und jetzt kommen noch langsam die Spiele auch zusammen. Und ich glaube, jetzt geht's gleich los. Zwei noch. Dann können wir starten. Einen mehr hätte ich gerne noch. Muss nur einer woanders rausfliegen. Die gehen ja meistens dann auch raus, wenn sie rausgeflogen sind. Man kann aber auch weiter zuschauen. Sich vielleicht noch einen Trick abschauen oder so, oder eben dem Kumpel noch zuschauen, wenn da noch einer mitspielt. Wir spielen heute aber allein. Eigentlich wollte ich mit Chris Pro spielen, aber leider keine Zeit. Wir sehen auch schon, Dino-Kostüm gibt es hier auch. Die Wippen, das kenne ich jetzt zum Beispiel nicht. Sieht aber sehr riskant aus, denn die Wippen, naja, man weiß ja, wie das mit Wippen ist. Wenn die auf der einen Seite oben ist, kommst du da wahrscheinlich schwierig rauf. Renn und balanciere über Reihen von Wippen, um die Ziellinie zu erreichen. Es gibt zwei Ziellinien, so gesehen klar, wenn es eine Wippe ist. Ist ja die Frage, wo gehen jetzt mehr lang, wo gehen weniger lang, was ist schlau? Also wir sind hier in der letzten Reihe, relativ weit links, also werden wir mal auch links starten, glaube ich. Und die erste Wippe setzt sich schon mal in Bewegung, hier ist ein Weg. Oh, und wir müssen nach oben. Oh, wir werden ganz schön runtergedrückt und die Wippe ist zu steil. Das gibt's doch nicht, jetzt doch nicht in der ersten Runde. Komm schon. Noch ist keiner qualifiziert. Und vier. Ist Laufen besser? Ja, Laufen ist besser. Springen ist gar nicht gut. Hätte mir aber einer sagen können. Und runtergedrückt werden ist auch nicht gut. Ja, das sieht jetzt nicht so gut aus. Jetzt normalisiert sich das Ganze hier, aber wir sind sehr weit hinten. Die gehen hier gerade alle zurück. Ach so, weil auf der anderen Seite nur ein Weg ist. Ja, aber die holen jetzt hier den Weg. Und dann können wir auch weiter. So gesehen haben wir jetzt ein bisschen aufgeholt. Die gelbe Wippe sieht besser aus. Wobei, die blaue kommt jetzt gerade wieder. Wir warten einfach mal ein bisschen. Richtigen Moment abwarten. Und dann können wir hier oben weiter. Es sah nicht gut aus. Wir haben einen neuen Checkpoint gekriegt gerade. Ich glaube, das konnte man dadurch sehen. Jetzt ist die Frage, wenn die alle links rüberlaufen, wird es schwierig. Ich komme hier aber auch nochmal mit rauf. Ich will das auch mit nutzen. Oh, die gelbe ist schon sehr... Ah, hält sich nicht fest. Aber wir haben ja einen Checkpoint. Na, jetzt sieht es fast rechts besser aus. Laufen einige lang. Na, wir müssen jetzt aber warten, bis die Wippe wieder ein bisschen höher kommt. Oder die gelbe weiter nach unten kommt. Oder die blaue da ist. Ah, wir hätten die blaue nehmen sollen. Ah, jetzt sind die ersten 10 schon durch. 11. Ja, das Spiel ist halt wirklich schwer, würde ich sagen. Jetzt kommt hier gerade der Blaue nochmal. So gesehen sind aber auch erst 12 durch.
Den hier kriegen wir auch. Nicht gut, aber wir kriegen ihn. In der Mitte müsste man ja immer rüberkommen. Das sieht gut aus. 13 durch. Sind das jetzt so viele vor uns? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall, das Feld relativ ausgelegt. Ich versuche mal die Wippe hier gar nicht so viel. Ja, hält er mich noch fest hier? Dem geht's wohl ein bisschen gut. 15 durch. Also wenn wir hier nicht gegen die Zeit spielen, sollte das noch klappen. 17 durch. Wir sind auch da. Hier posen die Ersten schon. Das bringt auch was, wenn man als Erster ins Ziel kommt. Haben wir jetzt nicht geschafft. Aber wir können auch mal kurz posen. Und dann sind wir rein. Als 22. Das bringt bestimmt Glück fürs kommende Spiel. Man kann natürlich auch mal noch Leute greifen, um sie davon abzuhalten, weiterzukommen. Oder. Und ich könnte jetzt hier auch die Spieler durchschalten. Kommen wir hier nochmal einen sehen. Schon in so einem besonderen Kostüm. Sehe ich jetzt hier noch nicht. Nur bunte Farbzusammenstellung. Vielleicht hat da jemand auch schon mal eine neue Farbe. Hier sind die Wölfe hinten alle noch. Wo ist auch der letzte Streckenabschnitt hier? Und wir haben noch 12 Plätze. Das heißt, für ihn hier wird es schon ein bisschen knapp hier für Claro Bollo. Ich weiß, also man sollte, glaube ich, nicht da laufen, wo viele laufen. Das ist bei diesen Wippen dann echt schwierig, das zu schaffen. Und die schaffen es jetzt auf der rechten Seite. Jo, schaffen die. Guck mal, Claro Bollo hat es noch geschafft. Als 37. Hier haben zwei noch besonders viel Spaß. Sind das die letzten beiden? Ja, dann sind die wohl raus. Haben wir geschafft. Beste 50%. Die Chilling Gamer Bob dabei. Auch immer ein netter Bildschirm. Achso, und hier könnte man sich die Namen noch anzeigen lassen von den ganzen Leuten. Und die kann man eben auch wieder ausblenden, wenn man möchte. Je nachdem. So. Runde 2. Halte Bälle in dem Bereich für Punkte. Oh, jetzt habe ich nicht genau gelesen. Halte Bälle in dem Bereich. Achso, alles klar. Welches Team bin ich denn? Gehöre ich zu den Roten, den Blauen oder den Gelben? Habe ich jetzt noch nicht geguckt. Okay, die Blauen. Wir müssen Bälle zu uns holen. Die Bälle liegen da alle. Können wir bestimmt gut rüber, oder? Klauen wir zuerst mal einen. Nee. Das ist nicht euer Ball. Genau. Das ist unser Ball. Wir duellieren uns hier hart mit den Roten. Das könnte besser laufen. Ich habe das Gefühl, die Gelben sind so ein bisschen außer... Nee, sind sie nicht. Die haben auch Probleme. Die Gelben haben auch Probleme. Hier wollen die... Die wollen jetzt zu den Gelben bringen. Vielleicht können wir den Weg noch ein bisschen so abschneiden, dass das was für die Blauen wird. Aber nehmen wir vielleicht den hier einfach mit. Hinterher werfen. Wo will der denn hin, der Junge? Wir müssen doch da lang. Da drüben sind wir doch. Kommt der hier hoch? Ja, nice. Ja, bisher ist Gelb das Team mit den wenigsten. Die haben 0 momentan. Das kann gern so bleiben. Nur die Blauen haben halt auch nur 2. Und die Roten machen das irgendwie sehr geschickt. Aber die können ja nicht alle diese Bälle behalten. Da müssen wir einfach mal mit Gewalt jetzt gegenschieben. Damit da mal ein paar Bälle freikommen. Aber nicht zu den Gelben. 30 Sekunden noch. Hier bei den Gelben ist auch gerade gar nichts los. Die können wir doch schön hier hinten lang bringen zu uns. Komm schon. Der ist nur ein Gelber. Den kriegen wir doch überwunden, oder? Sehr gut. Jetzt sieht es gerade ganz gut aus. 5 Bälle bei uns. Das werden wir wahrscheinlich nicht halten können. Jetzt wollen wir uns da mal ein bisschen dran halten, dass wir die versuchen, hier mit drin zu halten. Notfalls auch wieder hochwerfen. Da hier ein schöner Kick, Rocket League-mäßig. Kein Problem. Und wieder rein damit. Rein damit. Die bleiben alle hier. Oh, Gelb ist momentan wieder gut. Rot sieht nicht gut aus. Ich glaube, Rot ist raus. Egal, mit zwei Dingern können wir leben. Das ist in Ordnung. Silbermedaille hier geholt. Zweite Runde überlebt. Ja, ist mein erster Run. Also, mal gucken, wie weit wir kommen. Noch sieht's gut aus. Mein Kollege hier neben mir ist raus. Mr. Lover Lover. Die Blauen dürfen bleiben und die Gelben eben auch. Ja, jetzt sind es schon ein paar weniger, 26 noch. Ich glaube, es kommen jetzt noch 2 Spiele. Also 4 Runden oder so sind das, glaube ich, immer. Hier fällt, glaube ich, jetzt... Oh ne, über den Drehbalken. Das ist schon das Finale, glaube ich, oder? Da läuft doch nur einer über, oder? Fall nicht in den Schleim. Ja, mal gucken. Fallen hier auch noch Plattformen weg, dann ist es ein bisschen random. Da müssen wir ein bisschen Glück haben. Und ich will eigentlich da sein, wo nicht so viele sind. Aber es kann natürlich auch sein, dass genau da die Plattform dann weggeht. Schauen wir mal. Also die drehen natürlich mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit. Ich mache gerade mal vor, wie es nicht geht. Also über den grünen rüber und dann unter dem anderen unten durch. Ich weiß nicht, man kann dem Ganzen entgegenlaufen. Man kann ein bisschen mitlaufen. Wichtig ist halt immer, das Timing so ein bisschen abzupassen. Das war jetzt nicht gut, aber war halt auch noch nicht so entscheidend. Ich weiß gar nicht, wo der gute grüne Balken ist. Da ist er. Da kommen wir noch gut rüber. Es müssen ein paar Leute ausscheiden. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Leute mich hier zerren vielleicht. Also, dass sich gegenseitig festhalten, dass dadurch dann Leute ausscheiden. 2 sind gerade runtergeflogen. Das ist sogar ganz in meiner Nähe. Ja, hier, der eine wollte mich gerade auch schon halten. Lass mich nicht drauf ein. Sind hier nette Leute.
Ich weiß es noch nicht so. Da kommt wieder der Grüne. Da haben wir diesmal gut getimed. Der kommt noch davor, würde ich sagen. Ja. Oh, einer noch. Jawohl, haben wir doch geschafft. Gar kein Problem. Ich glaube, jetzt sind wir schon in der letzten Runde. Puh, wie weit kommen wir? Immerhin schon. Finale finde ich gut, wenn es Finale ist. Aber ich glaube, es bleiben mir halt nur ungefähr 10 über oder 9 oder so. Oh ne, 15. Ja. Ach so, nee, da habe ich mich wohl verzählt. Ne? Weiß ich nicht, ob jetzt Finale geht mit 15. Mal schauen. Weil das ja noch nach großen Spielen aussieht hier. Spring und hechte durch Reifen, um Punkte für dein Team zu erzielen. Also nochmal ein Teamspiel. Oh, und es sind tatsächlich sogar 3 Teams mit 15 Leuten. Kleine Teams. Na, wahrscheinlich gibt es ja noch einen Ring in der Mitte. Das sah so aus, dass man mit der Rampe da noch... Gut, der wird doch den Ring da holen. Dann gehe ich mal zur Mitte dahin. Da ist ja auch einer. Hier mit dem Drehteller mitfahren. Das war unser, oder? Achso, und die wandern dann, die Reifen. Aber wohin? Ist hier oben einer? Ja, 2 sogar. Mist. Oh, das ist sogar ein Goldener. Komm, den für unser Team holen. Ah, hat nicht geklappt. Der dreht sich dann ja auch noch intern. Das ist natürlich blöd. Den oben kriegen wir auf gar keinen Fall. Den hier kriegen wir vielleicht zuerst. Ich hab's die andere Seite nicht... Nee, ist schon weg. Da hatten wir einen. Okay. Ja, läuft noch nicht so für mich. Also, bin halt auch dabei. Hoffentlich gibt's noch andere wie mich. Ist wieder ein Goldener da? Nee, ein normaler. Aber er ist schon durch. Ah, jetzt vielleicht mal hier, wenn ich schnell genug aufstehen würde. Nee. Muss man von der anderen Seite holen. Den habe ich doch. Jawohl. Nicht souverän, aber... Ah, der ist ein Stück zuerst durch. Hatte gehofft, dass es für mich vielleicht auch noch zählt. Hier oben ist wieder einer. Hat unser blauer Kollege geholt. Sieht doch nicht schlecht aus. Die roten sehen momentan so aus, hätten sie ein paar weniger. Glückliche Teamwahl. Das ist natürlich dann immer so eine Sache. Das ist halt nicht wirklich... ja, nicht wirklich fair, ne? Also man kann halt im Superteam sein oder eben nicht. Alleine kannst du das, glaube ich, nicht retten hier. Ah, jetzt habe ich mal ein paar Punkte geholt für uns. Da hinten auch wieder Punkte. Er ist dann da durchgefallen. Das war natürlich jetzt ein bisschen bitter. Den hat er, glaube ich, geholt. Oben ist keiner. Guck mal, er wartet zum Beispiel nur hier. Das kann halt auch voll nach hinten losgehen. Dann hole ich mir doch lieber einfach den hier. Den wird er sich holen. Vielleicht gehen wir hier mal hoch. Aber er ist auch vor mir. Aber vielleicht müssen wir beide holen nacheinander. Holt er den? Oh, er hat den nicht geholt. Habe ich doch. Kollege, gar kein Problem. Aber den anderen kriege ich so nicht. Da müsste man wieder hoch. Aber ich bin vor dem Gelben. Gar kein Problem. So die Frage. Jo, habe ich doch. Schöner Hechtsprung. Schön geholt. Doch. Jetzt haben wir hier außen. Hier können wir nochmal hoch. Den müssen wir mit dem Springen holen. Der hat mich weggeboxt. Frech. Ja, jetzt ist hier nicht so viel zu holen gerade. Springen wir mal gegen die Wand. Die Roten haben noch mal was geholt, aber gereicht hat es nicht. Wieder eine Runde weiter. Das sind gute Punkte, glaube ich. Nehme ich gerne mit. Gar kein Ding. Schauen wir mal. Fünf weniger und 10 Leute. Und ich meine, jetzt müsste das Finale kommen. Mal gucken, was für ein Spiel das wird. Es gibt so Läufe, glaube ich, wo du die Krone holen musst oder so. Ich habe noch was gesehen, da musst du ausweichen und als Letzter halt stehen bleiben. Aber was jetzt kommt, mal gucken. Erreiche die Spitze des Berges zuerst und hol dir mit RT die Krone. Die muss man also wirklich greifen. Da oben ist sie. Wollen wir mal schauen. Hier kann leider nur einer gewinnen. Und ist ja wohl unfair. Wir starten hier 2-3. Aber vielleicht hatten die anderen vorher das Spiel gewonnen. Und haben deshalb vielleicht den Vorteil bekommen. Man weiß es nicht. So, mal gucken, wie sich hier die Wippen einstellen. Wo man langkommt. So muss man hier. Oh, da sollte man wohl eigentlich gegenspringen oder so. Weiß ich nicht. Hier nicht aufhalten lassen. Nicht wegdrücken lassen. Glück gehabt. Ah gut, aber die ersten 5 sind schon ein bisschen weiter vor mir. Da haben wir ein paar erwischt worden. Ich jetzt vielleicht mit dem Hammer zusammen da durchgehen. Das war gut. Mit dem Hammer zusammen. Das sieht gut aus. Aber die Krone ist sehr weit oben gerade. Habe ich sie oder hat er sie? Jawohl, die chilligen Gamer in der ersten Runde überhaupt. Hol dir einfach mal den Titel. Mit der schönen Unterhose. Ich habe doch gesagt, man muss mich wiedererkennen. Ja, nice. So kann ein Spiel starten, finde ich. Hat mich jetzt schon überzeugt. Macht auf jeden Fall mächtig Fun. Ich glaube, wenn du es mit noch mehr Leuten spielst, macht es natürlich noch mal viel mehr Spaß. Wollen wir gucken, was wir für Belohnungen bekommen. Also wir haben alles geholt, was ging. 5 Dinger. 1140 von diesen komischen Magen und steigen direkt erstmal auf. 500 Ruhm. Was man sich davon kaufen kann, weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Ja, gleich nochmal ein Level wäre doch schön. Die neue Farbe haben wir. Gleich mal ausrüsten, damit man weiß, wer wir sind. Ja, bis zum Muster sind wir nicht ganz gekommen, aber 3 Level haben wir gemacht.
Und ich glaube, damit sind wir wieder im Hauptmenü sozusagen und hätten jetzt schon, wie gesagt, unseren ersten Fortschritt gemacht. Ihr wisst, wie so eine Krone aussieht. Das war ein knappes Ding. Die anderen waren ja eigentlich auch quasi dran. Aber ein bisschen Glück gehört halt manchmal auch dazu. Nachdem wir in der ersten Runde fast ausgeschieden werden, so kann es halt auch gehen. Hat es ja gut geklappt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Drückt den Daumen nach oben. Wir gucken mal, ob noch weitere Videos kommen oder Livestreams. Wir werden sehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.